Noch rollt hier der Werksverkehr, aber nicht mehr lange. Die Hallen der Firma Ibena werden im kommenden Jahr wohl abgerissen. Denn das Gelände gehört jetzt nicht mehr Ibena, sondern der Stadt Bocholt. Mit einem einstelligen Millionenbetrag hat die das jetzt für das Kubai-Projekt gekauft. Für uns ist das ein absoluter Meilenstein, weil ja die Grundstücksverfügbarkeit Voraussetzung dafür ist, überhaupt unsere städtebaulichen Ziele umzusetzen. Wenn Ibena von vornherein gesagt hätte, dass dieser Standort nicht für städtebauliche Überlegungen zur Verfügung steht, hätten wir eigentlich große Teile unseres Projektes auf Dauer so nicht umsetzen können. Das heißt, die Schaffung von entsprechenden Baumöglichkeiten, die Aufwertung, die ökologische Aufwertung der A und insbesondere auch den zentralen Brückenschlag zwischen diesen beiden Textilmuseen wirklich umsetzen können. Ein Teil der Hallen war ja nach dem Feuer 2010 bereits verschwunden. Nun also auch der Rest. Neben einigen historischen Mauerresten, die in das neue Wohn- und Gewerbegebiet integriert werden, bleibt nur das markante weiße Gebäude direkt an der Industriestraße stehen. Das überlebte dank der Feuerwehr nicht nur den verheerenden Brand, sondern auch jetzt den Eigentümerwechsel des Geländes. Ibena will es nämlich auch weiterhin selber nutzen. Wir werden dazu das weiße Gebäude wieder herrichten. Das ist ein großes Investitionsprojekt. Der westliche Teil, also zur Stadt hin, wird für unsere Büros hergerichtet. Unser Geschäftsbereich Haus- und Heimtextilien ist dort ansässig mit Vertrieb, Produktentwicklung, Marketing, Design und ganz wichtig für die Bocholter Klientel auch der Werksverkauf. Insgesamt 6,3 Millionen Euro investiert Ibena in ihre neuen Hallen in Rehde und an der Dingener Straße. Das dürfte ungefähr dem Verkaufspreis für das Gelände entsprechen. Die Hälfte der Investitionen in die neuen Hallen geht übrigens in den Brandschutz. Nach dem eher holprigen Kapitel um das Herding-Gelände fehlt an der Industriestraße noch ein weiteres Grundstück, das noch in privater Hand ist. Im Moment könnten dort keine Wohnungen errichtet werden, weil eben der Bebauungsplan das Baurecht noch nicht hergibt. Wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr Planungsrecht besteht und dann könnte dieser Eigentümer auch diese Flächen privat vermarkten, selbst entwickeln, verkaufen oder was auch immer. Allerdings gilt dann wohl das gleiche Prinzip wie auch nördlich der A und südlich der Münsterstraße. Denn wollen die Investoren hier bauen, muss vor allem sozialgerechter Wohnungsbau her. Auch das Land kann sich hier durchaus vorstellen, Fördermittel bereitzustellen für spannende Wohnungsbauprojekte. Und beim geförderten Wohnungsbau ist es dann immer so, dass auch die Miete dann natürlich nach oben begrenzt ist und die nicht so ausufern kann, sondern auch Menschen mit zum Beispiel Wohnberechtigungsscheinen, Studenten oder andere Gruppen hier auch wohnen können in dem Bereich. Zuerst aber wohl auf dem ehemaligen Ibena-Gelände. Konkrete Pläne dazu aber gibt es dann wohl erst, passend zu Regionale 2016.